Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Herzlich willkommen zu den Top-Tagen im Januar mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Im Januar ist es so, dass der Monat sich für euch immer besser entwickelt, je weiter er voranschreitet. Und vor allem aber ab dem 18. Januar, da geht nämlich die Venus in den Wassermann und damit für euch ins Partnerhaus. Und ab dem 26. geht der Mars in den Schützen und damit auch in einen tollen und auch sehr erotischen Aspekt zur Löwesonne. Also von daher könnt ihr es am Anfang noch ruhig angehen lassen und später geht es dann durchaus heißer her. Ich habe aber auch am 13.01. schon einen Top-Tag für euch gefunden. Da ist nämlich der Mond hier im Schützen in einem sehr guten Aspekt und in eurem fünften Haus der Erotik und Kreativität. Ist ja ein Samstag, das ist also auf jeden Fall eine gute Party-Konstellation für euch. Ausgehen mit Freunden ist auch gut. Oder falls ihr kreativ seid oder auf einer Bühne steht, ist es auch ein super Abend. Und schließlich auch für erotische Stunden zwischen den Laken. Ja, dann wollen wir mal weiter gucken. Der nächste Top-Tag ist dann der Donnerstag, der 18., weil dann nämlich die Venus in euer Partnerhaus geht, hier im Wassermann, und auch der Mond geht durchs Partnerhaus und wird dann diese gerade auch aktivieren und die Venuskräfte schon mal in allen drei Dekaden des Löwezeichens verteilen. Und außerdem aktiviert der Mond an dem Tag auch nochmal die Mondknotenachse. Wer also solo ist, für den ist das so ein Tag, wo man echt jemanden kennenlernen kann, ne? Partnerschaft oder Flirt. Solltet ihr übrigens auch festigen gleich, damit zur Mondfinsternis am 31. nichts schief gehen kann. Genaueres dazu schaut euch bitte auch in Teil 2 eures Jahreshoroskops an. Da bin ich da dann drauf eingegangen. So, und dann haben wir noch zwei Top-Tage für euch, nämlich am 27. und am 28.01. Das ist sozusagen ein Partywochenende für euch. Da steht der Mond günstig hier in den Zwillingen, steht gut zur Sonne. Dass hier diese Spannung zu Neptun braucht euch dann nicht so zu interessieren. Ihr seid davon mit eurer Sonne nicht so betroffen. Ihr könnt das Schöne genießen, also Party, Flirt, jemand kennenlernen. Hier Venus im Partnerhaus, ganz toll für Geselligkeit. Und das eben an beiden Tagen. Ich nehme an, dieses Wochenende wird euch sehr gut gefallen. Das waren eure Top-Tage im Januar. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es hier neue Videos für euer Sternzeichen gibt. Und schaut euch bitte auch die kosmische Schwingung für den Januar an. Darin bin ich ausführlich auf die Konstellation des Monats eingegangen. Und in eurem Jahreshoroskop Teil 2 gibt es den Überblick von Januar bis Dezember 2018. Alles Gute mit den Sternen!